Und dazu müsste man auch mal das Tor treffen, wenn du alle so zielsicher wären wie Augsburgs Bastian Kurz bei unserer Kamerafrau Alex. Ja, dann würde das mit diesem ominösen Knoten endlich mal klappen. Übrigens, unserer Kamerafrau Alex, der geht es gut. Rein ins Spiel, 10 Minuten gespielt, Amberg in Gelb-Schwarz von links nach rechts mit dem ersten Angriff. Kai Hempel am Ball, immer noch Kai Hempel, der steckt durch zu Marco Wiedmann und der zeigt den Augsburgern, wie es funktioniert. Das 0:1, Wiedmanns vierter Saisontreffer. Amberg auf dem guten Weg in Richtung erster Auswärtsdreier. Perfekter Auftakt also für die Mannschaft von Timo Rost. Der FCA 2 wirkt aber nicht geschockt. Nur 3 Minuten später Marco Richter. Probiert's mal! Der Knoten im Augsburger Angriff, der löst sich ein bisschen. Noch ist er aber dick verschnürt. Amberg ist aber in den Anfangsminuten deutlich besser im Spiel, druckvoller und mit den besseren Chancen. Wiedmann aus knapp 20 Metern, knapp vorbei. Auch die nächste Szene zeigt, Amberg weiß, wo das Tor steht. 20 Treffer in 8 Spielen, das lässt sich sehen, aber sie verpassen das so wichtige 2:0 und das rächt sich. Die Gastgeber werden nun selbstbewusster und vor allem frecher. Bekiroglu mit dem genialen Pass auf Spieß und der bleibt eiskalt. Der Ausgleich für den kleinen FCA, das erste Tor in der Heimat für die Schwaben. Der Stein, der da vom Herzen plumpst, ist ja fast in ganz Augsburg zu hören. Bekiroglu, der Neuzugang aus Unterföhring, mit dem klasse Zuspiel genau in die Schnittstelle der Amberger Abwehr. Und Spieß lässt an Götz keine Chance. Das Tor, das gab den Schwaben Auftrieb und wie rein in den zweiten Durchgang. Die erste Szene, knapp eine Stunde gespielt. Der sehr agile Richter über die Außenbahn mit der Hereingabe, findet aber keinen Abnehmer. Die Szene ist aber noch heiß. Spieß macht den Ball nochmal scharf und findet Marco Richter. Das 2:1 für den FC Augsburg. Das zweite Tor, das sind doppelt so viele Tore wie in der gesamten Saison bisher. Die Bäckerfaust bei Tobi Luderschmidt, so kennen wir den gar nicht. So emotional. Richter macht das klasse. Schöner Flughochball ins Glück des FC Augsburg. Und die Gastgeber wollen mehr. 12 Minuten nach der Führung. Amberg unter Druck. Wieder kommt Spieß an den Ball. Götz kann noch halten. Der Nachschuss geht vorbei. Aber es wäre auch abseits gewesen. Die Schlussviertelstunde. Amberg wird nochmal stärker und drängt auf den Ausgleich. Werner, aber Kastenmeier ist da und hält das 2:1. Der anschließende Eckball und Cesar steigt am höchsten. Der Ausgleich für den FC Amberg aufgrund der starken ersten Hälfte durchaus verdient. Eine Chance, die gibt es noch. Kai Hempel hält einfach mal drauf, aus gut und gerne 60 Metern und titscht auf die Querlatte. Da hätte Kastenmeier ganz alt ausgesehen. Das war's. Augsburg und Amberg teilen sich die Punkte. Ich denke, dass das heute einfach ein absoluter Fingerzeig war. Die Jungs wollten, die haben alles reinpfiffen und das muss man halt dann auch mal anerkennen, ja, wenn der Gegner gut ist. Das war heute der Fall und von daher sind wir jetzt zufrieden, dass wir vielleicht auch, was eben die Fans haben ja drüben hingehängt, der Knoten platzt heute, was das Toreschießen angeht, ist uns das heute gelungen. Wir haben sehr gute Aktionen nach vorne gehabt, viele Torchancen gehabt und wie gesagt, wenn wir die in der Zukunft noch besser verwerten, dann gehen wir auch als Sieger vom Platz. Ich muss sagen, ich bin heute mit unserem Spiel im letzten Drittel überhaupt nicht zufrieden. Wenn wir hier konsequenter zu Werke gehen, vor allem erste Halbzeit, vor allem die letzten 10 Minuten, dann machst du hier 3-4 Tore. Ja, und gut, dass wir das 2:2 noch machen, aber wie gesagt, mit dem Spiel im letzten Drittel bin ich heute nicht zufrieden. Amberg muss nächste Woche wieder reisen, dann geht's zur Spielvereinigung aus Unterhaching.